Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Oh. Aber sie kommt nicht von der Brenthal Star. Ich verabscheue dramatische Pausen. Ich stelle die Nachricht sofort durch. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Erstmal, dass wir einen Jedi betreffen. Ja. Nein, ich bin wir mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ach ja. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Es ist mir ein Vergnügen. Wirklich. Was? Ich bin froh, dass ihr mit dir kommt. Lasst uns diesen Konflikt gemeinsam. Das war sarkastisch, aber sie hat es nicht verstanden. Die Brenthal Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Jedis, Weicheier! Sagt der Brenthal Star, dass sie den General ausliefern soll. Niemand muss verletzt werden. Der General hat eine Aufgabe innerhalb der Republik. Bla bla. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brenthal Nein. Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Diese Überheblichen, ja? Und ihr werdet besiegt. Wenn dieses Gerede nicht aufhört, gibt es Tote. Ihr habt eure Position deutlich gemacht. Aber macht euch auch bereit, einem Jedi entgegenzutreten und überlegt, was das bedeutet. Wir machen den platt. Sind auf Jägerentfernung. Die Brenthal Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Ich tue, was immer nötig ist, um es zu beenden. Yay. Bevor ihr startet, solltet ihr etwas wissen. Der Großteil der Marines steht hinter euch. Aber wir mussten ein paar exekutieren, weil sie nicht kämpfen wollten. Sie hatten Panik nach dem, was mit dem Captain geschehen war. Tot sind sie jetzt trotzdem. Wir haben ihre Ausrüstung geborgen. Sie gehört Sehr euch. Nett. Wir geben unser Bestes, um euch zu dienen. Danke. Das schwöre ich. Also ich kenne mich ein bisschen mit der Storyline aus, mehr aber auch nicht. Ihr habt euch bislang tapfer geschlagen. Weiter so und alles wird gut. Ich hätte ihn Idiot genannt. Ignoriert ihn. Ich werde dafür Sorge tragen, dass ihr euch künftig keinen Ärger macht. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brenthal Star könnte gefährlich werden. Aber Großmob Kilran hat vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Großmob. Großmob Kilran! Netter Typ. Finde ich. Ganz netter Typ. Ja auch? Was machst du? Warte, ich muss mal gerade eben auf dem Desktop. So. Ich setze mich so lang hin. Nee, nee, wir gehen weiter, komm. Ah, oh, jetzt habe ich mich hingesetzt. Okay, jetzt, wir müssen den Überfallkommando starten. Nicht hinsetzen. Könnt ihr Leute auch erwürgen? Ich glaube, die Fähigkeit kann Miri irgendwann lernen. Ich bin noch nicht ganz sicher, oder ich? Im Moment noch nicht. Irgendwann kann man das ja. So. Dann, oh, unser Raumschiff. Schnell, das ist aber ein... Damit sollen wir rüberfliegen mit dem Blecheimer? Das sieht aber scheiße aus. Und das auch gegen dieses riesen Raumschiff da hinten? Ach du Scheiße. Das ist aber Scheiße. So klein. Warum, was sollen wir denn damit ausrichten? Na dann, fliegen wir. Wehe, es passiert was. Wehe, wir sterben. Guck mal, das ist so winzig. Wer dachte, das ist eine gute Idee? Ja, ey. Da hinten ist unser... Ist das da hinten unser? Ja, ne? Transporter. Das da hinten. Rechts, oder? Ja, ne, das ist unser. Ja, ich glaube. Das ist doch ein Kampfschiff, das ist dann ein Transporter, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Könnt ihr mich gerne im Chat korrigieren, aber ich dachte, das wäre ein Kampfjäger oder sonst was. Hier kannst du mal wieder deinen Schrott verkaufen, aber wir haben, glaube ich, nicht so viel Schrott. Wo soll ich meinen Schrott verkaufen? Dabei eben kein Rot. Da siehst du auch, wenn Map immer so ein Dollarzeichen. Was ist los? Oh. Hier sind schon Gegner. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass hier vielleicht schon Leute sind, die nicht wollen, dass wir hier ankommen. Tut mir so leid. Zack. Ich hatte gerade meinen Angriff aufgeladen. Mir soll leid tun. Nein, gar nicht. Stimmt. Sterb, ihr niederen Kreaturen. Boah, Alter, wie viel der aushält. Zack, Ende Gelände. Oh, der lebt auch noch. Nicht mehr. Jetzt wollte ich ihn gerade angreifen. Ja, was Warum immer gerade du immer allen Loot auf? Weil das nur Credits sind. Wenn es nur Credits sind, wird es eh durch uns beide geteilt. Wenn das eine sind mit irgendwas Besonderes, dann kriegst du das auch. Keine Sorge.
Wenn wir eine Gilde aufmachen, dann können nur die Sith rein. Ja, es können leider keine Jedi rein. Ah. Ich meine, was wäre das für einen Sinn? Und ja, da kann jeder rein, der möchte nachher. Ich wollte es eigentlich noch Wir können auch noch mehr machen. Müssen wir mal nachher gucken, wie das geht. Ich hab das Spiel noch nicht. Da war wieder so ein Fass, was explodiert. Ja. Oh, ich wollte drauf, ach Mann. Mir so leid tut. Ist nicht gewusst, dass du das mal probieren wolltest. Oh, da entsteht ein großes Bild, siehst du? Ja. Machen wir erstmal der. Guck mal, da links neben dir, Miri, ist so ein Fass, was du kaputt machen kannst. Hau drauf! Mach! Wie drauf! Links da, das Fass im Hintergrund. Ja, das genau. Gute Miri. Wäre nicht dann hier alle umgekehrt. Ich dachte gerade, du wärst ein Gegner, der da. Oh, da ist ein. Guck mal, der ist das. Ein Wächter. Hallo, Kleiner. Au, er hat mich weggeschubst. Ich muss also die 5 Jahre brauchen, um wieder ranzukommen, ey. Jetzt wird der. Wer hat den denn weggeschubst? Das war nicht mit Absicht. Jetzt haben wir hier noch die anderen am Hals. Ding hier. Sterbt. Oh ja, das. Ja, bis sie alle nichts mehr machen können, weil sie in dem Blitz drin stehen. Wow. Ja, heile mich. Danke. Ich hab ein Abo. Wo gehen wir hin? Transporterdeck. Wohin auch sonst? Du hast mir nur eine Wahl. Nein. Nein, Miri hat 5. Ist hier bei dir auch so ein blauer Strahl hier? Ja. Was ist das denn für ein Bug? Ist da noch? Haben wir irgendwie Loot unten vergessen? Sieht so aus irgendwie. Ach, egal. Huajibau! Ich schreie euch an, zu Tode. Bäh! Glaubt ihr eigentlich, was ihr seid, hä? Unfähige. Ja, schon irgendwie ein bisschen. Ah, ja. Wer beschießt mich da? Du schießt in die falsche Richtung. Hey, ich wollte ihn. Ich hab gar nichts mit ihm gemacht. Er hat ihn dann getötet. Dein Begleiter. Dein Begleiter. Dein Begleiter. Nein, dein Begleiter. Dein Be- Nein. Nein, deiner. Was ist das denn jetzt gut hier? Hier? Hallo. Hallo, ihr da oben, wie geht's? Oh, da ist ein großer, ein starker. Na dann, muss er jetzt erstmal ordentlich auf den Nasen. Der. So. Ich schreie ihn an, Nein, ich kann nicht ihn anschreien. Schreien jetzt an! Bam! Nee, das Beste. Stufe! Guck mal, da ist ein Computer, den wir anklicken müssen. Stufe. Was ist denn das wieder? Außer Reichweite. Oh, der schon wieder. Protokolleinheit NR02. Ja, dachte ich mir schon. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fenrich Bukhara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Ich brauche keine Armee. Ich kann mich selbst um alles kümmern. Ja, aber... Ich verstehe. Ja, aber... Ich habe die Kommunikation so der Brennthal-Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Töten. Nein, aufhalten. Wir werden den General haben, noch bevor die Crew... Was willst du eigentlich? Deine Antworten kommen doch andauern. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Gar nicht. Nur die Unwichtigen, die wollte den töten. Wenn die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Miri, du hast eine Darth Maul-Klinge. Zeig sie mal. Die im Chat wollen eine Darth Maul-Klinge sehen. Wie? Drück mal Y. Aber die sieht genauso aus. Du hast doch... Ah nein, du hast... Okay, Miri hat noch keine Darth Maul-Klinge. Ich habe nur das gleiche Ding wie du. Jeder von euch kann natürlich später dazukommen in die Gilde. Jeder, der will. Jeder, alle. Und ja, wenn ihr euch das Spiel runterladen wollt, dann bitte über den Link bei mir unter den YouTube-Videos, weil wenn sich da genug für registriert, kriege ich einen Raumgleiter in-game. Ist das nicht toll? Ich meine, das ist zwar kein Bezahlvideo, was ich hier mache, aber so ein Raumgleiter ist schon nett. War das gerade daneben? Das war wirklich daneben. Also ich bin ein Juggernaut. Ich kann nachher mit... Oh, was ist das? Mittlere Rüstung. Das ist für mich. Werk. Warte, Gear. Gear? Ja. Ja, Gear ist das, wenn ich nicht kriege. Du kannst, glaube ich, deine restlichen grünen Items zerlegen, kann das sein? Ja, da stand gerade zerlegen, habe ich gesehen. Aber das hast nur du, glaube ich, weil du das Beruf hast. Ist gerade was explodiert. Fandoria, ich habe 33.000 Abonnenten. Sind aber meistens Minecraft-Zuschauer, keine Star Wars-Zuschauer. Aber das wird sich ja vielleicht ändern.
wenn wir jetzt hier in Star Wars die Helden der Welt werden. Stimmt nicht, aber... Wir spielen ja auch, das ist Spaß. Wow, wer hat mich angegriffen? So witzig mit der Storyline. Oh, das ist ein großes Ding. Oh, ein großes Ding. Meins. Au, hau ich mal das wegschubsen, dann gehen wir vielleicht am Sack. Angebrüllt. Ich habe ihn verspottet, ich habe die Fähigkeit verspottet. Dann sage ich, du bist so ein hässlicher, hässlicher Druide, so hässlich. So. Dann weint er. So. Ja, und dann rennt er. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier müsste gleich irgendwo ein Boss kommen. Ihr redet mit einem Kommandanten der Sondereinheiten. Erweist mir etwas Respekt. Ja, ich erweise dir gleich das Problem. So, dann lass mal gucken. Theoretisch ist da oben gleich der nächste Boss. Yeah. Oh. Da, der Commander Gulli. Ich greife ihn an. Ihr schreckt also vor nichts zurück. Weiß mal, ein Teil okay, von mir hat sich gewünscht, dass ihr an Bord dieses Schiffes kommen würdet. Ach ja, so eine Memme. Da, er macht aber Fotos auf dem Boden. Autsch! Ich muss leider raus. Ich mach das Schaden. Wir sind auf dem Server T3M3. Steht auch oben in der Beschreibung, normalerweise. Boah, da machen wir aber wenig Schaden. Der macht vor allen Dingen da, wo das Feuer ist, da sollte man nicht mitnehmen. Ja, danke. Du Arsch! Jemand hat ja keine Leute, die ihm noch zur Seite stehen, sondern es ist nur er, den man gucken würde. Dauert halt manchmal ein bisschen was. Die Leute waren nämlich tot. Für die Brandtown Star! Angriff! Für die Republik! Ja, für die Republik! Für das Imperium! Für Valui! Also für mich! Komm mal da raus! Wir reden uns gleich Feuerschaden. Ah! Stimmt, da stehen überall diese Feuerdinger. Ja, da sollte man nicht drinstehen, das war nicht zu schaden. Ein bisschen? Ja, du hast ja Wett, wie geil. T3M4, habe ich das falsch? T3M4. Ich dachte schon, ich hätte mich vergessen. Ach, komm schon, jetzt reicht mal, sagen, es ist vorbei. Jawohl. Oh, ja, alles okay, da gibt Blut. Guck mal bitte, ob für dich da was drin ist. Wie für mich? Einfach mal rechte Maustaste auf das Teil drücken. Auf den Typen. Ist da blau? Leuchtet der blau? Okay. Da war da leider noch was zu mir. Halt die Klappe. Ich meine ja? Meinen Gefährten. So. Er hat mal wieder irgendwas in einer Sprache gesagt, die kein Mensch versteht. Schade, also hört man nicht immer gleichzeitig, was die Begleiter sagen. Das ist ja schade. Hatte mich auch schon mal gefragt, ob du das mal hörst, was ich höre. Dann wurde er nicht so. Was denn hier? Alarm, Alarm. Warum sucht euch mal einen Hobby? Ihr seid auf den Falschen, ihr seid bei der Republik, das können wir leider nicht akzeptieren. Nicht mal tolerieren, ja, das geht einfach nicht. Nee. Du musst leider sterben. Oh, da ist ja noch einer. Der hat sich dahinter versteckt. Was machst du denn da, du Feigling? Hey, genau in dem Moment, als ich ihn nie darf. So, hier Aufzug nehmen. Antriebsdeck. Wo ist ein Aufzug? Ach da. Müssen wir den Antrieb zersägen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Mich warten. Hallo, ich bin Balu. Sei gegrüßt, komischer Typ. Wenn man so viel Blut aufladen muss. Hast du ein Limit, irgendwie Mana oder sowas, das leer gehen kann bei dir mit der Zeit? Weiß ich nicht. Wenn du deine Zauber einsetzt oder so? Ja klar, die Zauber laden sich ja immer erst nach einer gewissen Zeit. Ja, klar, das ist so. Die haben ja Cooldown. Nieder mit der Republik. Ja, also mit Tieren hat das glaube ich nicht so viel zu tun, aber. Kannst ja mal probieren. Ach, da ist ja noch einer. Gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Eine Granate geworfen. Ja, Arsch. Was glaubt der eigentlich? Da sind ja noch mehr. Hört euch das nicht langweilig. So viele Typen. Wie viele Besatzungsmitglieder hat denn dieses Schiff? 200. Aber ehrlich. Alle zusammen. Oh, da müssen wir irgendwas kaputt machen. Guck mal hier. Kademos. Ah, da hinten ist noch einer. Kannst du da bleiben, Mann. Ach. Hör doch mal auf, mich immer wegzuschubsen, wenn ich mir die Mühe mache, zu denen zu rennen. Kannst du dein Interface kleiner stellen? Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, wenn ich mein Interface kleiner stelle. Dann kann ich nämlich mit meiner Maus gar keine Attacken mehr. Tut mir leid. Wäre nicht der Sache dienlich. Oh, das war's. Und zwar leichte Rüstung für dich.
Kannst du nehmen. Und du musst halt gucken, dass du deine Sachen, die du nicht mehr brauchst, dann irgendwann entzauberst oder auseinander nimmst. Das ist ja immer nett. Egal. Wo bist du hin? Hallo? Weitergelaufen. Einfach ohne mich. Nee, ich habe eigentlich gewartet, bis du deinen Teil anziehst, aber du hast ja anscheinend nicht gefunden. Muss man dein Inventar aufräumen. Zack. Umgefallen. Hier müssen irgendwie noch so ein paar Terminals sein. Gibt's noch eins? Oh ja, mach's doch. Eins fehlt noch. Ach, vier Stück? Stimmt. Wo ist denn das? Oh. Ich glaube, wir haben am Anfang erzählt. Ah, da hinten ist es. Ich mach's schnell. Lass mich nicht alleine hier, was, wenn jetzt hier irgendwas passiert. Warte auf mich. Ist nichts passiert, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Ich höre eine Alarmanlage drauf. Oh, es ist doch was passiert. Oh, oh. Kommandoeinheit, hallo. Ich bin Balui. Er hat mich einfach mal verprügelt. Hast du das gesehen? Boah, was macht denn der? Ich glaube, der ist sauer. Auf wen? Ich weiß nicht, wen er gerade angreift. Ich glaube, dich hat er angegriffen, oder? Aber er ist daneben gegangen. Oh, jetzt greift er mich an. Kollege, wir gehen noch in Lusso. Ah, was soll denn das? Er hat dich weggeschossen. Ja, was soll denn das? Sag ich doch. Kann mich nochmal bitte wen anders angreifen. Angeschrien, ins Gesicht geschlagen, zu Tode geblitzt. Na, jetzt war's gut. Ja, schießt halt auf mich. Ja, ich hab einen Heiler, ich kann das ab. Dein Typ heilt mich auch im Übrigen manchmal. Ja, der heilt auch. Er ist toll. Ja, ich bin toll. Außer, dass er heftig ist. Dass du sterben willst. Oh, da ist ein... Oh, wow. Was heißt das, wenn es pink ist? Hast du es genommen? Nein. Warum krieg ich denn alle Sachen? Nein, das leuchtet für mich immer noch pink. Oh nein, ich kann es nicht aufheben, das ist für dich. Warum? Das ist ein Laserschwert, nimm es einfach. Was, das ist ein neues Laserschwert. Lila ist eine seltenes Item. Und rüst es aus. Und wie viel macht es bei dir? Plus 40 Max Schaden, plus 27 Min-Schaden, plus 11 Beherrschung, plus 12 Ausdauer, ja, plus 8 ist doch nicht schlecht. Kraft, plus 9 kritische Zieh's Treffer an und Wert, zeig's plus mal. 8, 53. Wie mache ich das? Ja, einmal anziehen, einfach rechte Maustaste drauf. Nur rechte Maustaste. Und dann drück halt Y. Müsste jetzt lila sein. Boah, wie viel HP du einfach mehr dadurch hast. Nein, das ist gelb. Aber du kannst den Kristall noch austauschen, wobei ich würde es nicht machen. Warum? Ja, weil der wahrscheinlich besser ist, der da drin ist, als alle anderen, die du hast. Gelb. Guck mal, das passt zu meinem Typ, der ist auch gelb. Das Begründung. Passt zu meinen Schuhen. Der Kristall passt zu meinen, die Farbe der Laserschwert passt zu meinen Schuhen. Ja, das ist wichtig. Schwere Rüstung ist für mich. Ja, was ist das? Nichts für mich. Mein armer Typ muss ganz alleine kämpfen wegen dir. Ja, das soll nicht so rumwarten. Bereit? Ja, ich bin schon hinter dir. Komm mal. Ich kann ja einfach rüberspringen über alles. Das ist voll gemein. Ich bin ja auch der Tank. Du bist ein Na. Warum kommen die denn hier alle her? Was macht das hier? Sag ich doch. Level up. Immer sterben sie, wenn ich sie angreife. Das ist so unfair. Wo ist denn hier? Irgendwer schießt noch irgendwo drauf. Bett, der ist tot. Hör doch mal auf damit. Wie, der ist tot? Ja, meine Begleitung hat auf irgendeine Leiche geschossen. Au, hör auf mich zu schießen. Du Arsch. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Ich habe ihn getauntet. Möge die Nacht mit mir sein. Oh, da ist ja noch einer. Du hast einen übersehen. Mein armer Begleiter muss ganz allein mit dem zurechtkommen. Ach, dein Begleiter ist eine Memme. Das ist so gemeint von dir. Ja, aber er ist doch ein mächtiger Krieger, ja? Den dürfen wir nicht erschüttern. Von wem werden denn hier die Typen-Truppen geheilt, ey? Was falsch mit euch? Können wir bitte aufhören zu heilen? Ehrlich.
So. Guck mal, ich brenne. Guck mal, ich leuchte lila. Wieso? Ich weiß es nicht. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Kommen wir hier rein? Du musst... Mein Gefährte ist schon durchgelaufen, hast du es gesehen? Ja. Was machst du jetzt? Ich kann jetzt Kleidungsdesigner machen. Was ist das? Mach's einfach weg. Die Rettungskapseln sind nicht weit. Oh, sie ist rosa. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Nein. Und was wird aus euch? Das ist der General. Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Nein. Du Idiotin. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Yadira Bahn. Padawan des... Padawan, wie süß. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen. Und ich lasse euch nicht passieren. Oh. Ist Padawan nicht ein anderes Wort für Schüler? Du bist nicht mal ein echter Jedi. Aber das werde ich. Ich habe schon mein Lichtschwert gebaut. Meine letzte Aufgabe ist es, mich einem Sith im Kampf zu stellen. Na dann. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Dann gibt es keinen Weg, dass wir das friedlich lösen? Nein, jetzt nicht mehr, fürchte ich. Sie wollte nicht. Sie wollte es nicht. Sie wollte nicht sterben. Fortlaufen oder einfach hier bleiben. Aber weiter lasse ich euch nicht. Was ist denn mit dir falsch? Wo rennst du denn Bist hin? Du ein Kaninchen? Hüpf doch nicht an euch. Ihr werdet nicht alle gewinnen. Kaninchen. Das schwöre ich euch. Feige Kaninchen. Das muss so langweilig sein als Republik. Ja, du darfst nur liebe Sachen machen. Du musst deinem Kodex treu sein. Du musst Wir haben auch einen Kodex. Ja, aber einen, der besser ist. Böser. Oh, könntest du mal aufhören, so rumzuhüpfen? Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Was ist denn falsch mit dir? Was machst du denn jetzt? Die Musik ist gerade cool. Jetzt, wo ist sie denn schon wieder hin? Was macht sie denn? Ich kann sie mal an einer Stelle stehen. Meine Güte. Was ist falsch mit dir, Tussi? Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ja, jetzt sag nicht mal, ich werde nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ihr merkt schon, dass ihr uns bisher keinen Schaden gemacht habt. Und wir Doch, ich habe schon einiges. Alter, habe ich wenig HP. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo ist meine Heilerin? Hier gibt es eine Notfallstation. Okay. Und geheilt. Falsch mit dir. Und meinem Team. Warum halt mich denn keiner? Ihr werdet nicht gewinnen. Zieht uns immer zu das sich an, oder? Ach, da muss man wegrennen. Dann, das macht so viel Schaden. Während sie das da kanalisiert. Ah, daneben. Ja, gehst du wohl weg von mir, du Kaninchen? Natürlich guckst du dir an, auch so lange Ohren wie ein Kaninchen. Padawan-Mädchen. Aber wer hüpft denn so? Ihr hüpft doch nicht immer so rum. Da fragt ihr einer, wie lange das gewinnen. Spiel noch dauert. Ich weiß nicht, 100 Jahre? Ihr wisst, dass das ein MMO ist, hat irgendwie... Ich will... Jetzt komm doch her! Stimmt doch, du blöde Padawan-Tussi. Warum ist sie denn noch nicht tot? Oh, endlich. Die Katze miaut auch schon. Oh, da ist was für dich noch drin. Das ist für mich? Ja, ausgerichtet. Ich hab coole Armschienen gekriegt. Ziemlich gute. Und du? Ich weiß nicht. Der Kodex des Sith Frieden ist eine Lüge. Ja, stimmt. Frieden ist eine Lüge. Und du hast einen Gürtel gekriegt, glaube ich. Ja. Sieht schick aus, oder? Ja, sexy. Komm. Wir müssen noch ein bisschen hier. Wo bist du? Wir müssen noch den Typen, der da abhauen will, müssen wir noch aufhalten. Den General, nicht, dass er uns entkommt. Weil so lange wie der Kampf gedauert hat, hätte er dreimal wegkommen können. Ja, eben. Wenn er schlau wäre, buffst du eigentlich ab und zu mal. Nein, du hast auch den Buff. Ich hab dieses. Ich hab Heilen. Nein, du hast diesen Jedi. Zeichen der Kraft? Ja, wahrscheinlich. Das? Ja, genau, dankeschön. Das bringt uns halt. Sind wir ein bisschen stärker, geht als wir schneller. Was machst du denn hier in der Ecke? Das ist aber kein offizieller Standplatz für einen Soldaten. Katze klettert schon wieder an meiner Rückenlehne vom Stuhl hoch. Oh, da ist er. Oh, hallo. Da war aber langsam. Ja, glaub. Hören schon scheiße. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Ja, wir töten dich. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig.
Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Ja, da muss er jetzt wohl sterben. Wussten Sie das überhaupt? Nö.